Ich habe schon diese VR-Brille aufgesetzt und das war einfach mega cool. Es hat wie in Zentopia gewirkt, also wie bei mir und mir. Es war spannend, weil es ist halt so, als wäre man da echt in der Welt drinnen und es schaut voll echt aus. Ich fand das da drüben sehr spannend, wie man da einfach herumgeht. Alles sah wie echt aus. Und ich fand es auch komisch, dass ich meine Beine nicht mehr gesehen habe. Das war sehr cool, aber ich habe die Prinzessin verloren, oder wie die heißt. Also da waren halt, also es sind halt eben so Blumen, so Sträucher und so ganz viele Vierecke und Kreise und so Augen sind auch voll viele irgendwie. Ich fand die Idee cool, dass man so eine Welt macht, also so eine Fantasiewelt. Es hat einfach voll Spaß gemacht. Ist das ein Baum? Ich habe für den Baum ein Einhorn gemalt. Wir haben halt probiert, den Baum mit diesen mit den Ringeln nachzumachen und ja. Wir haben Tierjäger gemalt. Ein Pferd. Die Lava. Etwas Cooles will ich machen. Ich war bei einem Tempel und da ist plötzlich so eine Ranke hochgegangen und in der Mitte war sowas Ähnliches, was ganz Buntes und das habe ich gezeichnet. Ein Illuminati. Ich hatte irgendwie Lust drauf. Ich finde ehrlich gesagt den Baum schöner, weil da von mehr Leuten was dran hängt. Der Baum. Der. Es gibt nichts, das ich besonders schön fand. Ich fand eigentlich alles gleich schön. Weil da mehr verschiedene Sachen drauf sind. Halt schön und fantasievoll. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Und tschüss.